Das Eintragen des Schussfadens in das offene Webfach bezeichnet man als Schusseintrag. Das Schusseintragssystem beinhaltet Schussfadenspule, Fadenspeicher, Schussfadenbremse, Fadenspanner, Rückholer, Schussschere, Randfadenklemme, Projektile, Projektilheber, Projektilöffner, Schlaghebel, Führungszähne, Projektilbremse, Projektilrückschieber, Projektilöffner, Projektilausstoßer, Rücktransportkette. Zu Beginn wird das Projektil von der Rücktransportkette in den Projektilheber geschoben. Die Projektilklammer wird durch den Projektilöffner geöffnet und in Position gehalten. Der Projektilheber bewegt sich nun in die obere Position und der Projektilöffner zieht sich aus der Projektilklammer zurück. Dadurch wird die Projektilklammer geschlossen und der Schussfaden sicher gehalten. Die Rückholerklammer wird durch den Rückholeröffner geöffnet. Kurz vor dem Schusseintrag wird die Fadenbremse geöffnet und das Projektil wird durch den Schlaghebel beschleunigt. Gleichzeitig bewegt sich der Fadenspanner in die obere Position. Der Schussfaden wird über die ganze Webbreite in das offene Webfach eingetragen. Bei der Ankunft im Fangwerk wird das Projektil von der Fangbremse zum Stillstand gebracht. Der Projektilrückschieber bringt das Projektil in Position zum Öffnen der Projektilklammer und zum Ausstoßen in den Ausstoßkanal. Während des Rückschiebens bewegt sich der Fadenspanner nach unten, um den Schussfaden gestreckt zu halten. Die Randfadenklemmen halten nun den Schussfaden an beiden Enden fest.
Die Projektilklammer wird durch den Projektilöffner geöffnet, um den Schussfaden freizugeben. Auf der Schussseite bewegt sich der Rückholer zur vorderen Position. Die Rückholerklammer schließt und hält den Schussfaden für den nächsten Schusseintrag fest. Sobald die Rückholerklammer schließt, wird der Schussfaden von der Schere geschnitten. Bei eingetragenem Schussgarn wird die Projektilbremse geöffnet. Das Projektil wird in den Ausstoßkanal gestoßen. Der Ausstoßer schiebt das Projektil vom Ausstoßkanal in die Rücktransportkette. Das Projektil wird nun zum Schusswerk transportiert. Der Schusseintragszyklus ist nun komplett.